Hallo, herzlich willkommen zurück zu Tonspur Wissen. Ab heute wieder mit ganz frischen Folgen aus der Wissenschaft. Schön, dass Sie und ihr wieder da seid. Ich bin Ursula Weidenfeld. Das Hauptresultat ist, dass die Demografie die wichtigste Erklärung ist für das sehr gute Abschneiden vor allem der AfD und auch des BSW und vor allem in Ostdeutschland. Und dass Migration, also das große Thema Zuwanderung, ist das dominante Thema, das der AfD hilft. Wer wählt eigentlich AfD und Bündnis Sarah Wagenknecht? Fragen wir einen, der es untersucht hat. Fragen wir Marcel Fratscher. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft. Ja, wir sind wieder da und wir haben im Sommer so viele schöne Anregungen und Fragen bekommen, dass wir in den kommenden Wochen wirklich gut beschäftigt sind. Danke vor allem an Christine aus Düsseldorf. Und wenn Sie und ihr weitere spezielle Fragen habt, gerne her damit. Die Mailadresse ist tonspur@rheinische-post.de und Anmerkungen, Lob, 5 Sterne nehmen wir natürlich auch jederzeit mit großer Freude entgegen. Ja, wer wählt eigentlich AfD und BSW und vor allem warum? Das fragen sich zu den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg nicht nur die Wahlforscher, sondern auch Wirtschaftswissenschaftler. Die Experten vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung haben die deutschen Städte und Landkreise auf Alter, auf Bildung, Einkommen und Transformationsdruck untersucht und wissen es jetzt ziemlich genau. Und ich bin froh, dass Marcel Fratscher, der Präsident des DIW, heute mit mir über diese Studie und über die Ergebnisse spricht. Hallo, Herr Fratscher. Hallo, Frau Weinfeld. Herr Fratscher, Sie haben eine Studie gemacht im DIW zu potenziellen Wählern von AfD und Bündnis Sarah Wagenknecht. Was haben Sie herausgefunden? Wir schauen uns die Europawahlen an und versuchen zu verstehen, was erklärt, wieso AfD und das BSW so viele Stimmen gewonnen haben. Und wir gucken uns Wahlkreise an. Und wir sehen ja zum Teil Wahlkreise, bei denen AfD zum Teil über 30-40% an Stimmen gewinnt. In manchen Wahlkreisen ist die AfD sehr schwach. Und das Hauptresultat ist, dass die Demografie die wichtigste Erklärung ist für das sehr gute Abschneiden vor allem der AfD und auch des BSW und vor allem in Ostdeutschland. Und dass Migration, also das große Thema Zuwanderung, ist das dominante Thema, das der AfD hilft, dass es eigentlich eher eine untergeordnete Rolle spielt. Das ist jetzt so in aller Kürze das Hauptresultat. Also in anderen Worten, Menschen wählen dort in solchen Wahlkreisen besonders häufig AfD und auch das BSW, in denen junge, gut qualifizierte Menschen weggehen, weil sie sagen, wir haben hier keine Zukunftschancen. Wir wollen woanders hin, wo wir Zukunftsperspektiven haben oder die besser sind. Und die Menschen, die zurückbleiben, klar, natürlich häufig Menschen mittleren Alter, höheren Alter, die sind dann sehr frustriert und wählen dann häufig eben hauptsächlich AfD und BSW, die dann in solchen Wahlkreisen zum Teil deutlich zusammengenommen, deutlich über 50% haben. Sie haben ja nicht nur nach Ostdeutschland geguckt und wir reden ja im Vorfeld der Landtags- oder im Umfeld der Landtagswahlen von Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Sie haben auch nach Westdeutschland geguckt. Gibt es Unterschiede, wenn Sie sagen, im Osten die Bezirke, die besonders alt sind oder die Landkreise, die besonders alt sind, wo junge Leute weggehen, sind sehr stark mit AfD und BSW? Ist das im Westen genauso? Das ist im Westen genauso. Allerdings im Osten spielt das eine deutlich größere Rolle, also hat eine 2- bis 3-mal größere Bedeutung als in Westdeutschland. Westdeutschland sind die Erklärungen ein bisschen vielfältiger. Da spielt beispielsweise auch Migration eine größere Rolle als im Osten. Also ganz interessant, dass also solche Wahlkreise, die einen höheren Anteil an Migrantinnen und Migranten haben, die einen deutlich stärkeren Zuzug haben, die haben dann einen höheren Stimmanteil für AfD und auch das BSW. Also da, das heißt nicht, dass Migration nicht relevant ist. Also das will ich, den Eindruck will ich auch nicht vermitteln. Aber es ist eben, spielt eher eine untergeordnete Rolle. Es ist in Westdeutschland eher wichtiger, um Unterschiede über die Wahlkreise hinweg zu verstehen, als im Osten. Und das haben auch Osten wie Westen gemeinsam, spielen natürlich auch wirtschaftliche Faktoren eine Rolle. Dort, wo die Wirtschaft besser läuft, wo ein höheres Pro-Kopf-Einkommen ist,
wo es eine niedrige Arbeitslosenquote gibt, dort ist das die AfD und das BSW schwächer. Das gilt für Westen wie für Osten. Vielleicht auch ein bisschen stärker in Westdeutschland als in Ostdeutschland. Also es gibt hier Unterschiede, aber gerade im Ostdeutschland, wo der Prozentsatz, also der Stimmanteil der AfD und des BSW besonders hoch sind, dort kann man diese Unterschiede über Wahlkreise hinweg kaum oder nur sehr geringfügig durch Migration erklären. Sie haben ja bei der Migration vor allem geguckt, wie viele Migranten und Menschen mit Migrationshintergrund leben tatsächlich jetzt in den Landkreisen. Und da gibt es eben wirklich spektakuläre Unterschiede zwischen knapp 5% und knapp 50%. Aber welche Rolle spielt denn die gefühlte Migration? Also die Frage, wie ist die Einstellung von Menschen, potenziellen Wählerinnen und Wählern, wie ist deren Einstellung zur Migration? Ja, die Einstellung, das haben wir in unserer Studie nicht angucken können, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Also wir können natürlich gefühlte Migration nicht messen, ne? Und zumindest nicht in unserer Studie und Ängste und Sorgen über Zuwanderung nicht messbar machen. Das ist ja was sehr Diffuses. Und deshalb muss man eben auch sehr vorsichtig sein, nicht zu sagen, Migration spielt keine Rolle oder spielt eine untergeordnete oder eine geringe Rolle, weil wir eben nur das in unsere Studie statistisch berücksichtigen können, was wir messbar machen können. Und dieses Gefühl, Migration ist das größte Problem, das wir in Deutschland haben, das ist ja sehr weit verbreitet. Und da gibt es Studien, die zeigen, dass knapp 30% der Deutschen heute sagen, Migration ist die größte Herausforderung für Deutschland. Ist wichtiger als Klimaschutz oder Klimawandel, ist wichtiger als Krieg in der Ukraine, ist wichtiger als Inflation und wirtschaftliche Faktoren. Und da sind wir übrigens in Europa ganz vorne. Das ist also interessant. Das Thema Migration hat ein hohes Gewicht in der Diskussion. Deshalb will ich nicht sagen, das spielt keine Rolle für die Stärke der AfD und das BSW. Nur was wir mit dieser Studie sagen, eigentlich liegt dieser Frustration der Menschen dort, wo die AfD besonders stark ist. Da gibt es andere greifbare Gründe. Ja? In anderen Worten, wenn man jetzt das Migrationsproblem irgendwie lösen könnte und es würden keine Menschen mehr nach Deutschland kommen, keine Geflüchteten, und ganz viele würden auch wieder zurückgehen in ihre Heimatländer, was ja schön wäre, wenn Ukrainerinnen und Ukrainer wieder in ihr Land gehen könnten, wenn Frieden wäre. Aber wenn man das Problem löst, hat man das grundlegende Problem, weshalb Menschen frustriert, unzufrieden sind, gerade in strukturschwächeren Regionen in Ostdeutschland, ja noch nicht gelöst. Und deshalb ist so das Plädoyer auch der Studie, die Schlussfolgerung ist zu sagen, ja, natürlich muss man die Gefühle und Wahrnehmung der Menschen ernst nehmen. Nur wenn man dieses Problem Migration lösen könnte, dann hat man das Problem und diese Unzufriedenheit aber nicht gelöst. Und das ist, glaube ich, der Kern. Würden Sie denn sagen, nach Ihren realwirtschaftlichen Daten, dass AfD und BSW so Frustparteien tatsächlich sind? Kann man das daraus schließen aus Ihrer Studie? Das wäre eine Interpretation. Wir können es natürlich nicht statistisch belegen, weil wir eben diese Frustration und diese Unzufriedenheit nicht wirklich messen können. Dazu gibt es, und das verbindet ganz schön unsere Studie jetzt mit dem Gleichwertigkeitsbericht der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat vor ein paar Wochen zum ersten Mal einen Bericht gemacht, wo die Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen in Deutschland gemessen werden. Das ist ja ein Ziel des im Grundgesetz verankert. Aufgabe des Staates ist es, dass egal wo sie in Deutschland sind, sie überall gleichwertige Lebensbedingungen haben. Und was wir dort in diesem Gleichwertigkeitsbericht sehen, sind auch die subjektiven Wahrnehmungen. Und das ist ganz interessant, dass eben Menschen in Ostdeutschland häufig, also ich muss immer vorsichtig sein, Ost und West, ich weiß, es wird immer, man darf es nicht darauf verengen, Ost und West ist irgendwie unterschiedlich, das ist falsch. Es gibt natürlich auch innerhalb der Region riesige Unterschiede, aber was wir sehen ist, in vielen ostdeutschen Regionen ist die subjektive Wahrnehmung viel negativer, die Unzufriedenheit viel größer, vielleicht auch die Erwartungshaltung eine andere. Und da sehen wir sehr wohl, dass die Frustration gerade auch in ostdeutschen strukturschwächeren Regionen häufig höher ist als in Westdeutschland. Ich meine, es ist ja nicht so, dass in Westdeutschland alles toll ist und in Ostdeutschland alles schwierig ist. So, das stimmt ja nicht. Wir haben Boomregionen in Ostdeutschland, die fantastisch sich entwickeln. Regionen um Jena, um Leipzig, auch um Berlin herum. Und in Westdeutschland haben wir auch Regionen, die große Strukturprobleme haben. Das finde ich total interessant, Herr Fratscher, dass Sie Leipzig nennen, weil Leipzig ist ja auch blau gewesen in der Europawahl. Also es gibt Städte in
in Ostdeutschland, die sind grün wie Potsdam oder schwarz wie Potsdam-Mittelmark oder Jena oder Erfurt. Aber es gibt eben auch welche, die sind blau, obwohl sie so super laufen. Und da gehört Leipzig dazu. Ja, absolut. Und deshalb, ne, man muss immer vorsichtig sein, es gibt keine eindimensionale Erklärung zu sagen, das ist der das ist die Demografie oder die Wirtschaftsfaktoren. Ich glaube, das, was wir auch wieder im Gleichwertigkeitsbericht der Bundesregierung sehen und auch in anderen Studien sehen, sind häufig die Zukunftsängste und Sorgen. Und das ist ja, was Menschen sehr stark auch treibt in ihrer Entscheidung. Also ich sage jetzt mit aller Vorsicht, wenn man jetzt mal objektiv auf Deutschland wirtschaftlich schaut, geht es Deutschland wirtschaftlich eigentlich sehr gut. Gerade wenn man es im europäischen Vergleich sieht zu Italien, zu anderen Nachbarländern, haben wir ein sehr hohes Pro-Kopf-Einkommen, wir haben Rekordbeschäftigung, wir haben niedrige Arbeitslosenquote. Wir haben wirtschaftlich objektiv, klar, letzten Jahren natürlich ein Auf und Ab gesehen, hohe Inflation, aber im Großen und Ganzen eine gute Situation. Nur viele Menschen realisieren, und ich glaube zu Recht, der Zukunftsausblick ist nicht gut. Und 84% der Deutschen, das ist noch eine andere Statistik, die ich sehr interessant finde, ist 84% der Deutschen heute sagen, in kommenden 5 Jahren, 10 Jahren, künftigen Generationen wird es schlechter gehen als uns heute. 84%, also die überwältigende Mehrheit. Und wenn natürlich solche Zukunftsängste da sind, dann mag es heute relativ gut gehen, und aber diese Ängste sind da, und die muss die Politik ernst nehmen und zu sagen, das ist ja alles diffus und es geht zwar wirtschaftlich gut und was soll das Ganze, ihr übertreibt. Nee, man muss diese Zukunftsängste verstehen, wo sie herkommen. Wie gesagt, ich glaube, die Demografie ist eine sehr gute Erklärung, eine sehr plausible Erklärung, weil sie halt sagt, wenn ihre eigenen Kinder ihnen sagen, hör mal zu, Mutter oder Vater, ich habe hier keine Perspektive, dort, wo du mich großgezogen hast. Ich gehe weg, weil ich will hier nicht mehr leben. Ich habe hier keine Chancen. Das schafft natürlich nicht nur Zukunftsängste, sondern extrem große Frustration. Und das, glaube ich, ist eine recht gute Beschreibung in vielen Regionen in Deutschland, wo die Ängste eben sehr groß sind. Aber wenn man sich die Demografie anguckt, dann würde man ja sagen, da hat Ostdeutschland oder haben einzelne Regionen in Ostdeutschland ein besonderes Problem wegen Abwanderung. Aber Deutschland hat insgesamt ein riesengroßes Problem mit der Frage, ja, wie alt sind die Leute, wie jung sind sie, wo sind die Jungen, wo kommen die Jungen her? Jünger machen kann die Politik sie nicht. Heißt das, dass das Potenzial für AfD und BSW in den nächsten Jahren noch richtig stark wächst überall? Aus der Logik der Demografie heraus, ja, weil eben wir das wirklich harte Ende der demografischen Entwicklung noch gar nicht gesehen haben. Das kommt in den nächsten 10 Jahren. Wir haben in den nächsten 10 Jahren, über die nächsten 10 Jahre gehen 5 Millionen Babyboomer mehr in Rente als junge Menschen nachkommen. Also diese Alterung der Gesellschaft, gerade in ostdeutschen und in strukturschwächeren Regionen, auch in Westdeutschland, wird sich beschleunigen, wird also nochmal deutlich schlechter werden. Und dann muss man sich auch sagen, was kommt damit? Das ist ja nicht nur, dass junge Menschen abwandern, sondern Ortszentren machen zu, die Geschäfte machen zu. Es gibt keine Kneipen mehr, wo man sich treffen kann, zusammen sein kann. Schulen, Kitas machen zu. Wir haben schon heute ein riesiges Problem bei Ärztinnen und Ärzten und Gesundheitsversorgung, auch gerade in strukturschwächeren Regionen. Das wird sich ja alles nicht verbessern, sondern eher verschlechtern durch diese demografische Wende. Und deshalb ist dieses Potenzial, dass die Frustration weiter zunimmt, dieses Potenzial ist groß und damit eben auch eine der Motivationen, weshalb Menschen AfD wählen. Nicht, weil sie rechtsradikal oder rechtsextrem sind, sondern weil sie extrem frustriert sind. Und aus der Perspektive würde ich Ihre Frage bejahen. Ja, das Potenzial für die AfD wird nochmal zunehmen. Haben Sie einen Unterschied feststellen können zwischen dem Bündnis Sarah Wagenknecht und der AfD, also zwischen den Wählerinnen und Wählern? Wir sehen ein sehr ähnliches Muster zwischen BSW und AfD. Also auch in demografisch alternden, schnell alternden, strukturschwächeren Regionen hat das Bündnis Sarah Wagenknecht besonders gut abgeschnitten, ist im Osten deutlich stärker als in westdeutschen Regionen. Es ist nicht ganz so ausgeprägt, dieses Muster, also dass die Demografie so eine große Rolle spielt. Aber letztlich sehen wir eine sehr ähnliche Motivation bei Wählerinnen und Wählern von dem BSW,
Das sind häufig eben Menschen, die frustriert sind, die Zukunftsängste haben. Es sind auch häufig Menschen, die eben eher mittlere oder geringe Einkommen haben, also nicht die Top-Verdiener sind. Also es sind verletzliche Gruppen. Da bestehen sehr viele Parallelen zwischen AfD und BSW. Klar, was jetzt das Gesellschaftsbild betrifft, Bündnis Sarah Wagenknecht hat einen viel größeren Fokus auf Sozialpolitik, starken Sozialstaat. Der Staat hat eine wichtige Aufgabe. AfD will eher Steuern für die Spitzenverdiener senken, will überall weniger Staat, will den Staat beschneiden. Da gibt es schon sehr wichtige Unterschiede zwischen AfD und BSW in den Wahlprogrammen und deshalb auch in der Wählerschaft. Aber von der Motivation her, also Frustration, Unzufriedenheit, Sorgen, Zukunftsängste, da gibt es große Parallelen zwischen den Anhängern beider Parteien. Welche Rolle spielt Bildung? Bildung spielt eine große Rolle. Ich habe ja eben gesagt, Wählerinnen und Wähler, gerade von der AfD, sind tendenziell eher Menschen mit mittleren, geringen Einkommen, sind eher Menschen mit weniger Bildung. Wir haben zum Beispiel in unserer Studie gefunden, dass AfD und auch das BSW zum Teil in solchen Wahlkreisen besonders stark sind, wo die Abiturquote sehr gering ist. Also wo junge Menschen, gut qualifizierte Menschen mit einem guten Schulabschluss, Bildungsabschluss häufig abwandern. Ist ja nicht so, dass jetzt in strukturschwächeren Regionen die Abiturquote viel niedriger ist per se, sondern es sind eben die jungen Menschen, die eine bessere Ausbildung haben, die dann häufiger abwandern. Also so gesehen spielt das eine Rolle. Aber Sie haben Landkreise gefunden mit 5% Abiturquote. Also es gibt welche mit 5 und mit 50. Das ist ja, es gibt ja offenbar Landkreise, in denen fast niemand mehr Abitur macht. In dem deutlich weniger Abitur machen. Aber wie gesagt, es gibt halt, sind halt häufig die jungen Menschen, die Abitur machen, die dann sehr viel häufiger abwandern in andere Regionen, häufig eben in Städte, um dort eben mehr Möglichkeiten, mehr Chancen zu haben. Also ja, es gibt die Unterschiede in der Abiturquote, aber diese Abwanderung ist eben nochmal ein zusätzlicher Faktor. Das ist häufig eben die jungen, hochmotivierten und auch gut ausgebildeten Menschen sind, die abwandern. Das ist natürlich für eine Region dann besonders schädlich, weil dadurch eben auch sehr viel Potenzial für wirtschaftliche Dynamik verloren geht. Sie haben eben gesagt, dass die AfD vor allem gewählt werde aus Protest und nicht unbedingt aus Überzeugung. Es gibt eine sehr interessante kleine Untersuchung von Steffen Mau, dem Soziologen, der sich eben sehr stark mit Unterschieden von West- und Ostdeutschland beschäftigt. Die heißt Ungleich vereint. Und da sagt er, es gibt eben in Ostdeutschland schon so eine Einwurzelung der Partei, die weit über dieses Protestwellen hinausgeht. Sehen Sie das auch? Das sehen wir nicht in unserer Studie. Klar, das, was man immer wieder hört, ist, dass sich die demokratischen Parteien aus vielen ostdeutschen Regionen praktisch verabschiedet haben oder zurückgezogen haben, dass da ein gewisses politisches Vakuum entstanden ist, das jetzt durch die AfD und zum Teil auch durch das BSW gefüllt wird. Also so gesehen spielt das sicherlich eine Rolle. Das ist schwierig zu analysieren, systematisch, statistisch, weil wie misst man das, dass demokratische Parteien sich dort zurückziehen? So gesehen will ich jetzt da Steffen Mau nicht widersprechen. Es ist eben sehr schwierig, das wirklich auch wissenschaftlich und statistisch so zu belegen und dann auch zu sagen, das spielt eben eine Rolle. Also es ist plausibel, es glaube ich, er hat da sehr gute Argumente. Es ist eben sehr schwer messbar zu machen. Wenn man nochmal genau schaut auf die einzelnen Regionen und sich fragt, wir haben ja im nächsten Jahr, wir haben ja nicht nur jetzt die Landtagswahlen, sondern wir haben im nächsten Jahr eine Bundestagswahl. Wären Sie ein Berater der Ampelregierung? Was würden Sie denen raten? Was kann man in einem Jahr tun, um Menschen, die Angst haben, zu den Verlierern der verschiedenen Transformationen in der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft zu werden? Was kann man tun in einem Jahr, um die versöhnlicher zu stimmen? Ich sehe drei Dinge, die die Politik generell, nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf Landes- und lokaler Ebene nicht gut macht. Und das erste ist Sorgen ernst nehmen, wirklich auch die Sorgen der Menschen verstehen, nicht zu sagen, worüber klagt ihr denn? Hier kriegt doch hier Sozialleistungen und jetzt stellt euch mal nicht so ein. Also wirklich diese Zukunftsängste und Sorgen anzuerkennen, zu sagen, ja, wir verstehen die Frustration,
wir nehmen euch ernst. Und das ist das Erste, was häufig zu kurz kommt. Das Zweite ist massive Investitionen in Daseinsfürsorge. Man muss diese Demografie nicht so hinnehmen. Man kann sagen, ja, wir wollen es adressieren. Also dieser Spruch vor einigen Jahren, es tut mir leid, ich will jetzt auch den Namen der Politikerin nicht nennen, die sagte, man muss nicht an jeder Milchkanne ein schnelles Internet haben. Das war so das Argument, man muss ja nicht überall die gleichwertige Lebensbedingungen haben. Das ist nicht realistisch. Doch, gerade deshalb und gerade in strukturschwächeren Regionen zu investieren, zu sagen, ihr habt hier gute Lebensbedingungen und ihr habt alle Möglichkeiten. Also ihr könnt ein selbstbestimmtes, autonomes Leben und wir investieren. Und wir wissen es alle, der deutsche Staat hat sich in den letzten 20 Jahren kaputt gespart, viel zu wenig in Infrastruktur, in Gesundheitssystem, in Bildung investiert und das rächt sich jetzt. Also auch da, klar, das kann man nicht in einem Jahr alles reparieren, ist mir schon klar, aber zu sagen, wir haben verstanden und hier ist eine Investitionsoffensive und das machen wir in den kommenden Jahren. Bevor wir zum dritten Punkt kommen, ich wollte nur gerne fragen, wie stichhaltig ist es? Wir haben ja eine Transformation in Ostdeutschland gesehen, die hat nicht zu den blühenden Landschaften geführt, die 1990 versprochen wurden. Aber wir sehen doch jetzt, dass da sehr viel wächst, auch sehr viel nach wie vor staatlich investiert wird und gerade in den Regionen, in denen bisher Braunkohle abgebaut wird, in die jetzt ganz massiv investiert wird, wirklich mit Milliardensummen, die sind auch blau. Die sind auch nicht ampelig in den Wahlen. Ja, aber weniger. Und ich nenne jetzt mal ein Beispiel Cottbus. Das ist ja genau, ne, Lausitz, sehr stark vom Kohlebau letzten Jahrzehnten beeinflusst und die jetzt diese Transformation machen, die eine Menge Geld bekommen, eben auch eine tolle Uni aufzubauen, eine Forschungslandschaft, was Neues entstehen zu lassen, Unternehmen anzulocken. Und das ist für mich eine erste Indikation für eine Erfolgsgeschichte. Ich will jetzt nicht sagen, es ist eine Erfolgsgeschichte, dafür braucht es mehr Zeit. Aber das sind genau diese klugen Dinge, zu sagen, da ist braucht eine Region ein neues Geschäftsmodell und neue Chancen und Investitionen und in kluge Köpfe anzulocken, zu sagen, hier, da ist eine tolle Region, die entwickelt sich, da entstehen Chancen. Und das ist so ein Beispiel, wie man das ändern kann. Ja, Sie haben recht, klar ist das jetzt nicht so, dass AfD und BSW da keine Stimmen bekommen oder die Unzufriedenheit gering ist. Auch da sind die Zukunftssorgen groß. Aber man muss zumindest mal damit anfangen. Und ich denke, man sieht zumindest ansatzweise, dass das dann auch Erfolg hat, dass dann eben nicht demokratische Parteien dort schlechter abschneiden. Also klar, es ist kein Selbstläufer und aber nochmals, ich denke, man sollte nicht sagen, alle Wählerinnen und Wähler der AfD sind dumm oder sind rechtsextrem. Das ist einfach am Punkt vorbei, sondern zu sagen, da sind sehr viele berechtigte Sorgen und Ängste. Und die muss die Politik nicht nur ernst nehmen und anerkennen, sondern eben auch adressieren. Also Sie haben jetzt zwei von drei Punkten genannt. Also zuerst Sorgen ernst nehmen, Sorgen hören und eben nicht abservieren. Zweitens investieren und drittens? Erwartungsmanagement. Was mir heute auffällt im gesamten Diskurs, auch politischen Diskurs, ist eine Erwartungshaltung an den Staat und die Politik, die nie erfüllt werden können. Und das ist ja nicht nur, dass die Wählerinnen und Wähler der AfD sagen, ihr müsst jetzt mal mehr tun und wir kommen hier zu kurz und ihr könnt uns das nicht recht machen, sondern es sind auch viele Unternehmen. Wenn ich mir anhöre, wie massiv der Druck, auch viele in der Industrieverbände der Unternehmen da ist, wir haben Wettbewerbsfähigkeit verloren, wir können nicht mehr mithalten, das ist die Schuld der Politik. Und ich mir sage, ja, gar keine Frage, Politik hat eine Verantwortung, die Rahmenbedingungen für Unternehmen, für gute Arbeitsplätze, für Innovationsfähigkeit, die sind nicht gut genug. Aber Politik kann die Probleme alleine nicht lösen. Da müssen die Unternehmen selber ran und ihre Fehler, Beispiel Automobilbranche, erstmal eingestehen, zu sagen, ja, da haben wir Fehler gemacht, wir haben gewisse Teile der Transformation verschlafen und die Unternehmen müssen jetzt in die Verantwortung. Das Gleiche gilt für die Zivilgesellschaft, für die Gesellschaft als Ganzes, zu sagen, wir sind nicht mehr in der DDR oder in einem Sozialismus oder wo der Staat im Prinzip alles macht, sondern nee, wir sind in einer sozialen Marktwirtschaft
Und da muss die Politik ihren Job besser machen, als sie es bisher macht. Das gilt für Bund genauso wie für die Länder, aber eben auch Unternehmen, die Wirtschaft mehr Verantwortung übernehmen, Fehler korrigieren, mutig investieren und auch die Zivilgesellschaft muss mehr tun. Und dazu würde ich auch die Wissenschaft, würde ich auch meinen Bereich zählen. Und das sehe ich auch als meinen Auftrag zu sagen, wir haben als Wissenschaft einen Auftrag, öffentliche Diskurse zu versachlichen, mit Zahlen und Fakten zu begleiten, Lösungsansätze aufzuzeigen. Und ich glaube, nur so gelingt es, wieder aus diesem Loch herauszukommen. Wie lange braucht man dafür? Ach, es gibt gewisse Parallelen. Ich bin ja noch nicht so alt, dass ich mich nicht daran erinnere, als Deutschland der kranke Mann Europas war. Das war vor 20 Jahren. Wir hatten 2005, vergessen viele, über 5 Millionen Arbeitslose in Deutschland. Es gab Roman Herzog als Bundespräsident Ende der 90er, sagte meine Berliner Ruckrede, er beklagt sich über die unglaubliche mentale Depression in Deutschland. Das beschreibt die Situation für mich sehr gut, auch für heute. Und das ist, wie gesagt, das sind keine 30 Jahre, sind 26, 27 Jahre her. Und Deutschland hat die 2010er Jahre, hat sehr schnell die Wende bekommen, sehr schnell die Kurve bekommen. 2010er Jahre waren wirtschaftlich extrem erfolgreich. Starker Anstieg der Beschäftigung, hohe Wettbewerbsfähigkeit im globalen Wettbewerb, Anstieg der Löhne, auch im Niedriglohnbereich übrigens. Also da haben viele von profitiert. Und deshalb, glaube ich, kann diese Wende nicht in einem Jahr gelingen, aber wenn man heute die richtigen Weichenstellungen setzt, bin ich optimistisch, dass man auch in 5 Jahren die Erfolge sieht und dass die nächsten 15, 20 Jahre auch sehr erfolgreich sein können. Die Kur des Jahres 2002, 2003, 2004 und 2005 hieß Agenda 2010, ja, das mit einer ganz massiven Lohnzurückhaltung begleitet war, das mit einer ganz massiven Umstellung des Sozialsystems begleitet war. Das gilt heute als Anfang der großen Spaltung in der Gesellschaft. Würden Sie dennoch jemandem raten, eine Agenda 2030 aufzulegen und anzukündigen? Unbedingt. Und ich stimme auch nicht zu, dass die Agenda 2010 von SPD-Grünen, damals von Gerhard Schröder als Kanzler, der Hauptgrund oder ein wichtiger Grund für die soziale Spaltung ist. Das sehe ich nicht. Es gibt andere Gründe. Es gibt Gründe, die in Technologie liegen, die in fehlenden Investitionen liegen, auch ins Bildungssystem. Wir brauchen dringend eine Agenda 2030, die natürlich anders aussieht. Damals hatten wir eher ein Problem mit sehr hoher Arbeitslosigkeit. Das Problem der nächsten 10 Jahre wird genau in die gegengesetzte Richtung sein. Fehlende Arbeitskräfte, Fachkräfte. Ich sehe, dass die Demografie, fehlende Arbeitskräfte für die größte wirtschaftliche Gefährdung Deutschlands in den nächsten 15 Jahren. Wichtiger als Bürokratie und Regulierung und Steuern und Infrastruktur, weil wenn Sie als Unternehmerinnen und Unternehmer nicht die Leute haben und bekommen, die Sie brauchen, um Ihre Produkte zu produzieren, um Ihr Unternehmen zu digitalisieren, um neue Produkte zu entwickeln, dann werden Sie aus dem Markt verschwinden, dann werden Sie pleite gehen. Also ich sehe die Demografie als das größte Problem. Jetzt kommen wir wieder zum Thema Zuwanderung. Klar haben wir noch ganz viel Potenzial in der eigenen Wirtschaft. Beispiel Erwerbstätigkeit von Frauen, auch das ein hochemotionales Thema, aber wir müssen uns da auch ehrlich machen. Deutschland wird in den nächsten 10, 15 Jahren massiv von Zuwanderung abhängen. Klar, natürlich möglichst viele Hochqualifizierte, aber auch Menschen mit geringen Qualifikationen brauchen wir auch. Und das ist genau, wo dann manche sagen, Mann, das können wir doch jetzt nicht sagen, dann kriegt die AfD doch noch mehr Zulauf. Gut, als Wissenschaftler sage ich, das ist aber einfach Fakt. Wenn wir nicht mehr Zuwanderung bekommen, dann wird das für Deutschland wirtschaftlich ein riesiges Problem. Herr Fratscher, vielen Dank. Sehr gerne. Und ob eine solche Agenda 2030 dann wirklich zu mehr Zufriedenheit und Wohlstand führt, finden wir ganz sicher auch noch raus. Auch Ihnen und euch danke fürs Zuhören. Herzliche Grüße. Ich bin Ursula Weidenfeld. Bis zur nächsten Woche.